Zu den Künstlern, ganz kurz nur, weil es ist so besonders. Ich habe den Giorgio, der seine Holzengel, die ihr hier seht, mit Motorsägen aus den Bäumen befreit. Das macht er nur in Ligurien, nur da, wo er seine Sommer verbringt. Ich habe den nicht kennengelernt, sondern ich habe zuerst einen Engel gesehen in Immenstadt und bin da vorbeigelaufen an der Scheibe, an dem Schaufenster. Bin weitergegangen, dann bin ich wieder zurückgegangen und habe mir das wieder angeschaut und habe gedacht, wow, ist das schön. Was steckt denn da für ein Mensch dahinter? Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert und habe dann den Giorgio kennengelernt. Und ich habe es immer im Kopf gehabt, vielleicht können wir mal was miteinander machen. Die Annika, die habe ich vom Hörensagen gekannt, die Annika Hofmann. Dass sie eine gute Stimme hat und dass irgendwie ganz was Besonderes ist. Und dann habe ich sie erlebt, ohne dass ich gewusst habe, dass sie jetzt da ist, bei einem, es war im Stadttheater. Und plötzlich höre ich eine Stimme und habe mir gedacht, okay, das muss sie jetzt sein. So berührend war es für mich. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, Mensch, wie geht denn das auf ein Blatt Papier, dass wir da mal was miteinander machen. Und jetzt ist man gekommen zur Kunst, und jetzt probieren wir es. Eine Symbiose aus diesen wunderbaren Engeln, aus dieser wunderbaren Stimme und mir von Fuimera. Wir dürfen das musikalisch begleiten. Und ihr seid dabei. Vielen, vielen Dank. Habt wunderbare Momente. Ohne dass sie auch nur ein einziges Wort miteinander gesprochen hatten, wusste Santiago, dass vor ihm die Frau seines Lebens stand. Als er in ihre dunklen Augen blickte und auf ihre Lippen schaute, die sich nicht entscheiden konnten zwischen einem Schweigen und einem Lächeln. Und dann lächelte sie. Oh, man, ich bin mir hungrig.